So, willkommen zu einer neuen Aufnahme. Schimmel vor Flat, 4.5. mit Takiro, Modi und Danny Lern. Ich klinge unter Umständen ein bisschen erkältet. Es liegt daran, dass ich erkältet bin. Ja, lass ich mich nicht von aufhalten. Ja, habe ich dich nicht mit erwähnt? Nee, hast du nicht. Ja, gut. Nein, du hast Molly gesagt. Und ohne Prof. Ja, aber Prof. Ja. Ja, gut. Prof ist übrigens auch mit dabei. Ja, das bin ich wohl. Und heute machen wir dieses Level hier, dieses, wie heißt das, wie hieß das Level nochmal? Wir brauchen die Kabel. Genauso hieß das Level. Genauso hieß das Level, wir brauchen die Kabel. Ich will helfen. Prof, ich glaube, du hängst da noch fast. Jetzt nicht mehr. Jetzt hängt nicht da okay, fest. Okay, ist ein guter Junge. Los, hin! Und, jetzt, rein da. Und verbinde den Strom. Macht den Stromkreislauf zurück. Der Stromkreislauf. Achso, das ist gerade unten angesteckt. Und das nächste. Das blaue muss ins blaue und das rote ins rote. Hey, jetzt am Kabel. Ich glaube, ich habe das blaue Kabel rausgezogen. Zum Glück hast du das vorgemacht, Zwerge. Sonst hätte ich's nachgemacht. Takiro, dein Mikro ist, glaube ich, ein bisschen übersteuert. Es klingt ein bisschen laut. Okay, dann komme ich gleich wieder. Okay. Kommt der Modi noch mit dazu? Oder haben wir den jetzt rausgehauen? Ist der jetzt ganz weg, oder? Weiß ich nicht. Er versucht jetzt erstmal erst bei 48%. Das ist falsch, Prof. Das ist ja, falsch. Das, ist muss, es. Das muss genau anders. Genau umgekehrt. Zieh! Ja. Zu viert hier. So friert ja an einem Kabel zu ziehen, das ist ein bisschen. Ja. Ein bisschen falsch. Das genau ist so gehört. So, jetzt muss ich nur noch da reinstecken. Ich hab das Kabel. Deck ihn rein! Ich hänge am Boden fest. Na komm, lassen wir das mal den Prof machen. Ich bin hier der Elektroniker, passt schon. Jo. Yay! Über den jetzt einen Knopf. Ich wurde jetzt 3 Jahre drauf vorbereitet mit meiner Ausbildung. Ich muss das können. Auch in Human for Flat. Da ist ein Eingang. Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik. Takiro ist schon mal vorgegangen. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt hingehe. Da ist ein Schalter. Zum nächsten Checkpoint. Nein, da ist kein Checkpoint gewesen. Ich sehe einen Schalter. Takiro macht schon mal das Spiel vor. Der spielt schon ein bisschen vor. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Bevor wir das ich richtige leben. Ja. Hallo, das dreht Nennlein. Sich. Was genau tun wir hier? Was müssen wir machen? Wir brauchen irgendwie eine Kiste. Ich glaube, hier hätte ich einen zweiten gebraucht. Takiro, kannst du mal eine Kiste rüberwerfen? Ich hab hier keine Kiste. Ich hab hier nichts. Ich sehe da eine Kiste. Da ist aber eine Kiste. Oh, oh, da muss ich darüber hüpfen. Geht sich das aus? Nein! Autsch. Hey. Modi, Prof, du bist, glaube ich, ein bisschen leise. Nackt ist springen, ich springe in den Tod. Ey, hängt er sich mir einfach an den Hintern?
Kopfkratz. So, und was nun? Was machen wir hier? Ich glaube, irgendwer müsste hier rein, wo ich gerade stehe. Denn da ist noch eine Tür und noch ein Schalter, dass irgendwer in den nächsten Raum kann. Aber wie soll das gehen, wenn der Knopf nicht belastet ist? Wir brauchen irgendwas, was wir auf den Knopf legen können. Ah, ich habe eine Idee. Wir haben doch was, was wir auf den Knopf legen können. Ja, ja. Prof, halt die Tür offen. Prof, halt die Tür offen. Prof? Die ist sowieso kaputt. Ich nehme das Ding mit. Ich warte mal auf euch. Habe ich das Ding jetzt? Ja. So, hier. Das da drauf stellen. Und dann können wir hier auch weiter. Na komm. Ich nehme dekorativ ein Kabel mit. Na komm, das können wir bestimmt noch irgendwo für gebrauchen, das Kabel. Oh. Hä? Ich spreche gerade ein bisschen nasal. Ich will da nicht mehr weitergehen. Als erster. So, ich habe jetzt ein Kabel umgelegt, also ich habe ein Hebel. Das arme Kabel. Das Kabel hält aber nicht, das offen bleibt. Oh, cool. Ich könnte hier das Ding jetzt holen, aber das. Dann kommen wir durch die Tür nicht durch. Dann ist die Tür versperrt. Uns gehen ein, zwei Leute vor, so. Ich hab den Checkpoint. Ihr könnt euch umbringen gehen. Scheint fast so. Saving Point. Ich häng an der Tür fest. Ich mach hier schon mal das Rätsel weiter. Leute, ich mach hier schon mal ein bisschen. Ah, Prof kommt auch mit dazu. Ich bin auch gerade runtergefallen. Ich habe gerade festgestellt, dass man theoretisch hier cheaten könnte. Theoretisch. Was? Ja, man kann die Tür hier vorne, kann man in die andere Richtung fahren, sich einfach dranhängen und rüberfahren lassen. Nein, Prof. Cheaten ist scheiße. Cheaten ist scheiße, das macht man nicht. Aus. Human Fall Flat ist ein sehr offenes Game, von daher. Ich krieg den roten Kabel. Da nicht rein. Nee, nein, mach du das mal. Nee, nein. Ach, Junge. Ah, du dich ums rote Kabel. So, das blaue ist schon drin. Das rote noch. Jo. Und jetzt das rote. In der rote. Eine geht immer zu Boden. Und dann müsste irgendwas passieren. Laden wir dann die Batterie auf oder was ist dann? Irgendwas müsste hier passieren. Ah, okay, und nu? Was passiert hier jetzt? Ich glaube, wir können das jetzt mitnehmen. Ich zieh das mal raus. Das Ding ist jetzt aufgeladen. Wenn ja, dachte ich mir. So, dann musst du wahrscheinlich hier rüber. Ja, ich zieh's schon rüber. Ich hab's. Ich trage nur die Kiste, damit die Kabel nicht rausgehen. So, das rote wieder in das blaue. Das runde muss ins eckige. Das ist richtig. Und hinein. Ups. Wobei, bei dem Schalter macht... Das Ding hat ja noch einen Schalter, aber sprich, das macht, glaube ich, nicht so viel aus. Maslen! Junge! Verdies. Irgendwie ist hier kein Strom. Und die Tür ist zu. Den Strom, den machen wir gerade. Dafür sorgen wir. Ich habe ein blaues Kabel. Vielleicht solltet ihr die Tür erstmal da von dem Schrank offen lassen. Geöffnet. Ich stimme mal hier dazwischen. Schaltschränke sind viel besser zu bedienen, Kabel. Wenn sie öffnet. Jetzt habe ich beide wieder weggenommen. Jetzt hast du beide wieder. Tja. Nein. Ja, okay. Das ist falsch. Bei dieser Tür macht es glaube ich nicht so viel aus, weil du halt den Schalter hast, der... Okay, rot ist drin, blau muss. Na komm, sehr gut. Ja. Wir haben es. Öffnet das Tor. Öffnet das Ohr. Los geht's. Und nochmal. Nochmal. Raus. Da ist eine Kiste. Ich tue mir gerade irgendwie wieder schwer.
Da brauchen wir das hier. Und. Ey, zieh mir das auch nicht, das Kabel weg! Da muss das ran. Sorry, meine Schuld. Das blaue muss noch rein. Gut, ist angestöpselt. Das blaue. Was ist los? Ja, ja. Ja, Mami. Und jetzt? Am Prof ziehen. Aber nicht in die Richtung. Hep. Aha! Ah. Ey! Juhu! Oh, das geht ja hin. Der Stapelgabler. Der Stapelgabler. Jo. Wir brauchen Kabel. Wofür ist der? Wir müssen den Generator holen von drüben. Wow. Im Discord pinkt es ein bisschen. Die ganze Zeit pinkt es im Discord. Kommt, versucht da jemand reinzukommen? Hier kann man glaube ich auch durch. Hier ist schon. Mordi schreibt die Prozentzahlen. Ah, sehr gut. Wie ist er? Wie ist er? 75. Das ist sehr gut. Ich fahr mit. Ich glaube, hier könnte man unter Umständen durchkriechen. Das ist der falsche Schalter. Gib mal Gas. Ich geb Gas. Ich glaube, hier kann man nicht durchkriechen, Leute. Das klappt nicht. Los, Gas, 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 Gas. Das hatte den Arbeit aus hier. Ich glaube, wir müssen das Tor öffnen. Wo fahrt ihr hin? Wo fahrt ihr hin? Den Generator holen. Ach so, den Generator. Ja. Tag, Leute. Brems. Hab schon. Wir stecken im Generator, aber an der falschen Stelle. Rückwärts. Das ist blöd. Oh, zurück. Noch ein Stück. Jawohl. Ich wollte eigentlich nur mitfahren. Und ich fahre einfach nur mit. Vorwärts. Okay. Noch ein Stück. Gerne einfach rammen. Einfach rammen, okay. Eisberg voraus. Und hoch. Ende. Hoch. Ich stehe hinter euch. Wir haben ihn nicht genug gerammt. Ich stärke euch den Rücken. Warte. Oh Mann. Hey, ja. Ich geb Gas. Da muss vielleicht jemand von der anderen Seite mal ein bisschen. Da muss vielleicht jemand von der anderen Seite ein bisschen gegenschubsen. Was mache ich hier? Kriegen wir da rauf? Den kriegen wir rauf. Muss. Das klappt so nicht. Ups, jetzt stehe ich auf dem Generator. Ich glaube, das macht es auch nicht einfacher. Ich kann hier denken. Entschuldigung! Oh, ah, geht es schon. Funktioniert. Link. Es klappt. Es gelingt. Das Kabel müssen wir noch mitnehmen. Halt, wir rammen da die Wand und. Wir haben sie rausgezogen. Fahrt einfach. Nein, geht nicht. Takiro, wir müssen ein wenig davor wieder vor aufheben und anders einschlagen. Sonst rammen wir die Mauer. Und dann fliegt der Generator wieder ab. Die Mauer muss weg. Ey, du bist die Partei, du musst das Gegenteil sagen. muss das? Ey, die Partei ist der erste Punkt, ist die Mauer. Wir bauen die Mauer wieder auf. Ja, aber ich doch nicht. Ich bin da viel zu faul dazu. Ich bin da viel zu faul dazu, die Mauer aufzubauen. Ja. Dann müsst ihr was machen. Ja. Ich bin das. Nee. Dann müsst ihr vom Sofa aufstehen. Ja. Das ist, nee. Niemand verlangt, dass du sie per Hand wieder aufbaust. Okay. Lenkst du wieder? Ich zieh nur, ach so, lenken wir. Wir verlieren den Generator. Jupp, das tut ihr. Ja, das klappt hier alles sehr gut. Können wir es gerade schieben, genau. Wenn wir gerade fahren. Ding. Das Reihenhängen macht das Ding nicht ein. So, voran, Takiro. Warte, gerade lenken. Gerade lenken. Ich versuch's. So, links. Nackt, fast. Ich bin abgestürzt. 10 Stunden später. Ich glaube, jemand muss fahren. Ich lenke. Ich denke, los, vorwärts, Takiro. Ja, jetzt. Ah. Vor,
Vorwärts. Vorwärts. Jackson. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Okay, okay. Oh, das haben wir es fast. Und vorwärts rein da. Die Gabel musst du ein wenig runterstellen. Prof. Yay. Jetzt und vorwärts marsch. Rein da. Drauf. Den Hebel nicht. Na los. Hey, Bruce. Und anheben. Hoch. Jetzt seid ihr aber richtig runter. Hoch, Prof. No. Hoch. Und zurück. Hoch, hoch. Und zurück. Zurücksetzen. Jetzt müsst ihr nirgendwo ankommen. So. Das läuft doch schon. Das läuft doch schon. Das klappt. Weiter hinter. Ja, ja. Bin dabei. Ich glaube, wir müssen das direkt davor setzen. Also noch einmal wenden. Einmal wenden. Also ein wenig bitte. Davor. Ja. So, einmal drehen. Wir vollführen die Wende 2.0. Wir fahren gerade die Leitung. Wir wenden. Wir vollführen die Wende. So, gegenschlagen. Handrichtung schlagen. Wie schlagen? Nach links drehen. Lenkrad nach links. Du hast gesagt schlagen. Ja, einschlagen. Am besten nehmen wir Zwerge. Ich hab keinen Führerschein. Andere Richtung, Achtung. Andere Richtung. Das musst du mir sagen, genau. Ich weiß nicht, was einschlagen ist. Das musst du mir sagen. Ich hab keinen Führerschein. Ich hab dann so gelernt. Das sieht doch schon, der, das passt. Hat das so viel funktioniert. Nicht noch weiter. Den roten nehme ich. Den schwarzen nehme ich. Schwarzen? Ja, den schwarzen, ja. Okay. Ich hab den Asphalt geschnappt. Bring ihn mit. Ich versuch, geht nicht. Ich zieh das rote Kabel wieder raus. Rot ist drin. Steck rein, ihn geilen Scheiß. Naja, zitiert da jemand Werner oder was? Freie Bahn mit Mozifahren. Zieh. Irgendwie kriegt er keinen Strom. Na komm. Lass mich los. Ich krieg keinen Strom. Anziehen. Takiro hat mich. Das hilft nicht. Sag das Takiro. Ich muss erst mal jetzt anheben, damit ich hoch wieder anziehen kann. Und wir sind weiter. Weiter geht's. Leine rausreißen hilft bei den Dingern nicht so viel. Ein Hebel. Sag mir nicht, wir brauchen wieder den Generator. Das sieht aber so aus. Ein Hebel. Ich hab einen Hebel. Ja, wahrscheinlich um die Brücke. Oh, ist die Kiste. Der Hebel. Ich glaube, der Hebel ist für das Rolltor hier. Der Hebel bringt's nicht so wirklich. Der fährt zurück, können wir nicht mehr. Nee, dafür ist die Brücke hier. Er muss die Brücke hoch. Ah, da, die Brücke. Oh, tschüss. Das war wohl nix. Ach so, muss man die Brücke halten? Ja, Takiro, mach nach vorne. Immer nach vorne. Weiter nach vorne. Ei. So. Ich habe ein Kabel. Wir brauchen hier etwas für den Knopf. Das Kabel habe ich doch vorhin hier hingelegt. Wie kann man wieder zurückgehen? Durch die Tür könnte man zurückgehen, theoretisch. Ja, wir brauchen den Generator erstmal. Ah, den können wir hier holen. Stell dich mal auf den Schalter. Ich stelle mich auf den Schalter. Takiro, bleib hängen. Nicht im Ernst. Ich häng ab. So, ich stelle mich jetzt hier drauf, damit wir durchkommen. Ach so. Ja, aber... Wir hätten den Block da drüben auch nehmen können. Oh, da oben haben wir ist doch einer. Ich habe es doch jetzt. Wo ist noch ein die Block? Die Statue hat einen auf der Hand. Was? 90%! Können wir sie vielleicht umschubsen? Oh, die könnte zur freien Runde kommen. Bringt die Statue zu Fall. Bringt den Fall zur Statue. Oder so. Welchen Fall? Die da oben ist auch einer. Können wir die Statue irgendwie zu Fall bringen? Die Statue hat einen auf der Hand. Können wir die irgendwie umkippen? Okay, dann verdrahten wir es mal nach VDE-Norm. Wir haben ja jetzt. Blaues. Einmal drin.
Wir brauchen aber deshalb. Wir brauchen aber etwas, womit wir den Knopf beschweren können. Ja, das werden wir ja gleich überholen können, wahrscheinlich. Ach, verdammt. Ich häng fest! So, tschüss, Leute. Ich hab den Checkpoint. Ich bin schon weiter. Ich okay. Mach dann mal. Wir in eine andere Richtung, tschüss. Wo läuft ihr hin? Wo seid ihr? Wo Kohle ist! Oh, nochmal was zu fahren. Oh oh, das Bereich. Leute, ich bin jetzt ganz woanders. Ich bin jetzt ganz woanders. Was, wie, wo, wann? Hilfe? Ach, verdammt. Ich bin jetzt bei einem ganz anderen Rätsel. Das hier rein? Ja, das geht da rein. Aber wir haben halt noch nichts zum Anzünden und noch nicht genug. Ich mache jetzt hier das Rätsel hier alleine. Aber ich stirb nicht, sonst bist du hier. Oh, cool. Ihr könnt mich auch mal anzünden. Sperrt mich bitte nicht ein. Moin, Leute. Ich hab Angst im Dunkeln. Oh, hier. Ach. Kamine. Warte, da muss ich das Kamin. Ich und mein Kaminfetisch. Ich und mein Kamin. Oh. Ich und mein Kamin. Oder? Jetzt bin ich im Kamin drin. Ich hol Kohle. Kohle. Braucht man die Kohle irgendwo für? Für einen Kamin. Ja, und ich bin bei meinem natürlichen Feind. Spring und festhalten. Nein, Miedelein, warte auf mich. Warte. Ich brenne.